Es gab ein Vorgängerexperiment, wo ein ziemlich überraschendes Ergebnis festgestellt wurde. Und seit dieser Zeit warten wir eben darauf, ob dieses Ergebnis bestätigt wird oder nicht. Also Myonen sind spezielle Elementarteilchen, die instabil sind und in speziellen elementarteilchen Beschleunigern erzeugt werden müssen. Sie leben dann nur für kleine Bruchteile von Sekunden und müssen in diesen Sekundenbruchteilen analysiert werden. Die Myonen sind im Grunde genommen sowas wie schwere Brüder der Elektronen, verhalten sich also ähnlich, aber sind eben instabil und kommen im normalen Alltag nicht vor. Es ist eines der genauesten Experimente in der gesamten Elementarteilchenphysik. Ein Experiment, worauf die Welt der Elementarteilchenphysik seit 15 bis 20 Jahren wartet. Man misst dort eine Größe, dieses sogenannte G-2 des Myons, mit einer Genauigkeit von besser als 1 zu 1 Million. Als theoretische Teilchenphysiker untersuchen wir theoretische Vorhersage. Das Standardmodell der Teilchenphysik ist gut etabliert und in diversen Aspekten geprüft. In Dresden rechnen wir die Beiträge von schweren Teilchen wie Z, W und Higgs-Bosonen. Wichtig ist, auch die Unsicherheit zu reduzieren. Also als theoretischer Physiker ist meine Rolle, theoretische Interpretation und auch theoretische Beratung für das Experiment zu liefern. Es ist eben wichtig, dass dieses Experiment ja besonders wichtig ist im Zusammenspiel mit der Theorie. Denn die Theorie macht eine eindeutige Vorhersage im Rahmen unseres Standardmodells der Elementarteilchenphysik. Und diese Vorhersage wird eben in allen Ziffern hier überprüft und getestet. Alle Teilchen, alle bekannten Wechselwirkungen spielen eine Rolle in diesem G des Myons und das muss man wissen, um das Experiment korrekt zu interpretieren. Ja, also die entscheidende Frage ist, ob das alte Experiment, was vor 15 bis 20 Jahren gemacht wurde, in seinem Ergebnis bestätigt wird oder nicht. Es könnte jetzt das Standardmodell bestätigt werden und dann hätte man eine Abweichung vom alten Experiment. Das wäre dann, würde dafür sprechen, dass wir mit diesem Standardmodell eine fantastische Erkenntnis der fundamentalen Physik bereits haben und das Standardmodell nicht geändert werden muss. Im anderen Fall würde das alte Experiment bestätigt werden, aber nicht die Standardmodelltheorie. Und das wäre sozusagen noch phänomenaler, denn dann hätten wir eine erste direkte Messung, die dieser Vorhersage des Standardmodells widerspricht. Zum Beispiel könnten weitere Higgs-Teilchen diese Abweichung erklären. Oder Dunkelmaterie-Teilchen. Wir müssen das G-2-Ergebnis mit anderen physikalischen Observablen kombinieren, um mehr über mögliche zusätzliche Higgs-Teilchen oder dunkle Materie-Teilchen zu lernen.